Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Wolfenstein The New Order. Wir befinden uns in der Festung, haben die ersten große, naja, das erste große Dreibein, weiß nicht, ob die einen Namen haben, zerstört und sind jetzt auf dem Weg zum zweiten, beziehungsweise gehen einfach weiter voran. Ich hoffe, ihr bleibt bei mir. Bis gleich. Sichelplay. Let's Plays für Erwachsene. Ja, und auch ein herzliches Willkommen von mir. Nun denn, wir sind auf der Suche nach der zweiten großen Flakgeschützbatterie. Ah, und hier sehen wir den ersten Geheimraum. Also, den Anfang davon. Aber vorher lesen wir noch ein bisschen was. Machen wir doch, ne? Jo, geht Staatsoberhaupt los. Will Frieden. Berlin, 10. April 1946. Die Zukunft der Menschheit steht auf dem Spiel. In einem seltenen Exklusivinterview mit dieser Zeitung über die Kriegsanstrengungen und die Werte, die unser Volk so großartig machen, berichtet unser geliebter Führer von seiner Vision einer Welt nach dem Krieg. Eines steht absolut fest. Ich möchte Frieden für die Menschheit und ich bin gewillt, dafür bis zum Tod zu kämpfen. Na denn. Ja, und was wir hier jetzt tatsächlich sehen werden, ist, wenn ich mich mal umdrehen würde, umdrehen, genau. Fast, ja. Wir sehen diese drei Schalter. Und die hatte ich früher schon immer gesehen. Da kann man einfach irgendwie draufdrücken und es passiert nix. Gar nichts. Und jetzt habe ich eben beim Reingehen gesehen, dass da 1, 3, 2 steht. Nun denn, das wäre 1, 3, 2. Und das geht etwas auf. Das würde ich jetzt aber nun wirklich mal als Geheimraum bezeichnen. Wir kriegen einen Enigma-Code und... noch irgendwas? Ein hübsches Bild von den Hauptstadtmädels. Ist da noch was? Eine Pistole mit Schalldämpfer. Ich glaube, die hatten wir vorher auch nicht. Wir hatten sonst nur die normale Pistole. Die einzige reicht. Einzelne reicht auch, genau. Und da können wir jetzt, genau, da haben wir jetzt auch die Möglichkeit, einen Schalldämpfer zu nehmen. Das ist sehr hilfreich beim Ausschalten von Kommandanten beziehungsweise alles, was sich auf dem Weg zu einem Kommandanten hin befindet. Ich habe übrigens nochmal nachgeschaut, was passiert, wenn wir es schaffen, diese Lebensenergie einmalig oder kurzfristig auf über 200 zu setzen. Das ist gar nicht so dolle. Es ist einfach nur so, dass wir... Entschuldigung. Ups, hey, jetzt können die zurückwerfen. Ah, alles klar, das ist die Nachladentaste. Das habe ich eben schon gesehen. Ich bin noch nicht schnell genug. Die können einem fast ein bisschen leid tun. Also nur fast. Also müssen wir mal kurz nochmal zum Ende zu bringen. Also, wenn man das schafft, auf über 200 zu gehen, dann... passiert eigentlich nur das, dass die Rückladung, oder soll ich das denn nennen, also wenn wir Energie verlieren, also wenn wir abgeballert werden auf Deutsch, dann regeneriert sich das ja immer ein bisschen. Und das dauert eine Weile, bis sich das zum nächsten Punkt regeneriert oder zurückregeneriert und das geht jetzt schneller, mehr ist das eigentlich nicht. Ich weiß nicht, hatte da irgendwelche anderen Gedanken im Hinterkopf, dass irgendwie die Lebensenergie insgesamt ansteigt oder so, aber das tut es nicht. Zumindest nicht bei diesem Spiel. Okay, ich gucke jetzt hier wohl gerade, ob wir das schaffen könnten. Dann können wir das uns gleich mal live anschauen. Hier ist aber irgendwie viel zu wenig. Also ich denke, wenn wir so 120, 130, das sollte eigentlich reichen, um eine realistische Chance zu haben. Was ist da Schönes? Munition. Da ist noch ein bisschen was, aber auch nur so Kleinkram. Oh, nehmen wir mit. Okay. Da ist was. Da ist was. 160. Und dann hatten wir mal dieses Riesending mit 80%, ne? Das war doch hier auch irgendwo. Wo waren das jetzt hier noch? Oh Gott. Keine Ahnung. Ach, da hinten, glaube ich, genau. Da hinten, richtig jetzt nach links. 105. Oh, das sieht gut aus. Das sieht... Naja, also Augenblick. So viel Zeit haben wir auch nicht. Und ja! Genau. Und es passiert nichts. Gar nichts. Also außer, dass wir mal kurzfristig über 200 haben. Jetzt schaue ich mir das mal an mit diesen Vorteilen. Hier ist es. Das ist der zweite Baum mit Taktik.
Und wie wir sehen, müssten wir noch Kopftreffer erzielen mit der Pistole und dem Sturmgewehr. Und erst wenn wir das gemacht haben, dann können wir dieses Pluszeichen, wo ich jetzt genau stehe, erhöht die Geschwindigkeit, mit der sich die Gesundheit regeneriert, überhaupt erst aufrufen. Aber ganz ehrlich, ob wir das nun haben oder nicht, also das dauert dann wahrscheinlich einfach nur 2-3 Sekunden, jetzt länger, als wenn wir es dann hätten. Also ist auch nicht so dolle. Wie auch immer. Ja. Jetzt weiß ich auch nicht, hole ich mir vielleicht gerade erst einen Kaffee, das könnte sein. Oder ich denke nach, oder ich bohre in der Nase kurz, ist ja auch wichtig, aber das haben wir jetzt alles geschafft. Die Nase ist wieder frei. Und genau. Richtig, hier waren wir und hier müssen wir weiter. Okidoki. Und nochmal weiter nach oben. Hier haben wir auch schon ein bisschen aufgeräumt. Die können wir vielleicht mitnehmen. Die ist doch ja auch nicht so verkehrt, ne? Wir haben aber aufgeräumt hier. Meine. Ich gebe zu, dass ich eben ein bisschen gallig war, also beim Originalspielen, als ich diese 200 geschafft habe. Das ist ja doch ganz schön schwierig. Und es exakt nichts passiert ist. Gar nichts. Na klar. Da ist noch einer. Und der ist auch weg. Ich habe übrigens auch nochmal bezogen auf das letzte Let's Play im Duden nachgeschaut, als ich sowas sagte wie das Ende der Leisigkeit oder so ähnlich. Also, den Begriff gibt es nicht. Man könnte höchstens sagen, das Ende des Stillseins oder sowas in der Art. Aber es gibt weder Leisheit noch Leisigkeit noch irgendwas anderes in dieser Art und Weise. Die gibt es einfach nicht, die Begriffe. Wobei es interessanterweise habe ich gesehen, es gibt einen Künstler, der ein Lied hat mit Ende der Leisigkeit oder irgendwas mit Leisigkeit jedenfalls. Ja, gut. Aber künstlerische Freiheit hat sich ja schon immer über grammatische Grenzen hinweggesetzt. Oh, pst, leise. Jetzt haben wir einen Kopftreffer doch mal erzielt, ne? So. Das große Vieh müssen wir nicht mehr kaputt machen, aber wir haben hier noch ein bisschen Ärger. Und da wollen wir mal gegengehen. Ich habe extra ein bisschen höher geschossen, weil da kommen irgendwelche Heinis da. Warte, ich muss mich ein bisschen tiefer zielen. Ja. Ich vermute mal, dass diese rote Farbe, die da eben rausgesprüht ist, das Ende eines Soldaten darstellt. Brauchen wir das hier noch? Ja, nehmen wir mal mit. Nehmen wir auch mal mit. Oh, wir stehen ja eigentlich noch ganz gut da, ne? Also das ist ja alles okay soweit. Ja, das ist ein sehr schöner Ausblick. Ich vermute mal an die, tja, weiß ich gar nicht, wo sind wir eigentlich? Sind wir in der Normandie gelandet? Ist es das? Ich weiß es nicht. Ich weiß auch gar nicht, ob das im Spiel irgendwie erwähnt wurde. Jedenfalls gehen wir jetzt hier durch die Tür und haben gerade ein ziemliches Problem. Und hui. Na, das hat er voll gemacht. Ups. Ist ihm wohl nicht gut bekommen. Nicht so wirklich. Private Wyatt, guter Junge. Sie haben sicher noch die Gelegenheit, sich zu revanchieren. Ja, davon gehen wir aus. Wobei es nicht gut für Wyatt ausgeht. Aber das greift jetzt sehr. Passt auf, Jungs. Jetzt wird unser Job hier langsam kompliziert. Die Mehrheit der Regimetruppen ist jetzt hinter uns her. Alles klar? Private Gates, melde mich zum Dienst. Ja, verrückt und unerschrocken. Willkommen im Krieg. Private, übernehmen Sie. Also. General Totenkopf war uns noch nie so nah wie jetzt. Und eine ziemlich eklige Wunde, Private. Kümmern Sie sich drum. Schalten wir den General aus, haben wir das Regime bei den Eiern. Versagen wir, verspeisen die uns zum Frühstück. Sie haben uns mächtig in den Arsch getreten, aber wir Sir, haben schon... Sir, meine Augen tränen. Ich glaube, ich werde krank. Ist das normal?
Nur die Nerven. Ich weiß einen Trick. Einatmen, bis vier zählen. Ausatmen, bis vier zählen. Das war's. Die Szene gibt's nachher auch nochmal wieder bei Wolfenstein The Old Blood, das zeitlich gesehen etwas vor dieser Geschichte spielt. Wollen Sie Wurzeln schlagen? Das hier ist Krieg, kein beschissener Sonntagsspaziergang. Ein gutes Team. Wie Vater und Sohn. Also gut. Captain Bleskovic, Gates, Benson, Ihr Job ist simpel. Klettern Sie die Mauer hoch, suchen Sie im Kontrollraum die Steuerung für diese fette Tür und öffnen Sie sie. Nehmen Sie alle Waffen an sich, die Sie finden. Sie sind besser als unsere. Wir geben Ihnen von hier unten aus Feuerschutz. Sobald die Tür offen ist, gehen wir rein, kämpfen uns nach oben und treffen uns in den oberen Stockwerken. Dort suchen wir Totenkopf und jagen ihm eine Kugel in den Kopf. Hier! Die waren irgendwie zu schnell. Und ich mal bemerkt, ich hatte eben noch das Maschinengewehr in der Hand und als der Hund rauskam, hatte ich auf einmal nur noch das andere. Das leichte. Naja. Halt eine Cutscene. Also man kann hier übrigens auch getroffen werden, was man ja auch ganz schön sieht. Oha. Festes Maschinengewehr. Ja, das hat ja ganz gut geklappt eigentlich. Ja, das war das Schlimmste. Das haben wir jetzt überstanden. Der kleine Scheißer hier, der fliegt auch nochmal raus. Aber ich denke, wir sind gleich da. Allerdings sehe ich auch, dass wir nur noch zu zweit sind. Fast geschafft, Sir. Einfach weiter. Beziehungsweise alleine sind. Haben wir nicht allzu viel Munition, eigentlich gar keine. Und dann noch das hier. Ist manchmal ein bisschen schwierig, also das ist so dieser Wechsel, der ist irgendwie, das eiert manchmal ein bisschen. Das ist einfach so. Ja, Nachteil bei so einem Konverter ist zum Beispiel der, dass ich kein Mausrad zum Waffenwechsel benutzen kann. Da kann man ja dieses Drehrad, konnte man ja sonst bei den meisten Spielen dafür verwenden. Das geht hier nicht, das geht einfach nicht. Punkt aus. Deswegen eiert man halt so ein bisschen rum. Ja, ist ja gut so. Wir machen ja schon zu. Und los, komm! So, jetzt könnte Fergus und sein kleiner Haufen rein. Was er auch machen. Und wir... Tja, wir gehen in die andere Richtung. Ich weiß nicht, soll man hier mal reingehen? Ich versuch's einfach mal. Oh Mann, das ist ja... Hier ist ja schon... deutlich Dinge. So. Den können wir kriegen. Und tschüss. Speer 1. Ich glaube, damit haben wir das genau geschafft. Was aber, wie gesagt, gar nicht so dolle ist. Da, jetzt machen wir das nämlich. Nee, haben wir doch noch nicht geschafft. Nö. Das ist alles noch grau. Das müsste sonst auch einfach weiß eingefärbt sein.
mit der Pistole einen Kopfschuss erzielen. Haben wir das nicht eben schon gemacht bei dem Typen mit der Kanone, der da gesessen hat? Bei der großen Flak? Wahrscheinlich denn nicht. So, hier sehen wir das mit den Kommandanten, was ich euch letztes Mal erzählt habe. Dieser Strich. Und bei dem Add-on, The Old Blood, ist es so, dass dann sozusagen rechts, da wo die 20 Meter und so weiter steht, ist noch so ein kleiner Kreis, der zeigt an, in welche Richtung sich der Kommandant befindet. Das fand ich eigentlich sehr nett. Oh oh, alles klar. Das Ende der Heimlichkeit. Ach, die Töle. Was da jetzt gerade passiert ist, weiß ich auch nicht. Na? War das ein Kopftreffer? Nee. Definitiv nicht. Ich versuch's jetzt hier einfach mal, aber nee. Ich glaube, sowas akzeptiert das System nicht. Also das muss schon irgendwie ein richtiger Treffer, ein Schuss und weg sein oder so. Und noch eine Granate. Ja, das geht doch ganz gut, ne? Kann man auch nicht anders sagen. Das ist auch eingefallener. Infallener. Ah, da ist der Kommandant. Okay. So, jetzt müssen wir das aber wirklich mal freigeschaltet haben. Ja, jetzt haben wir es freigeschaltet. Okay. Oh, 40 Kopftreffer. Boah. Gut, also wie gesagt, das können wir jetzt machen mit dem Überladen. Ob wir das nun machen oder nicht, ist jetzt eigentlich so gar nicht mehr so entscheidend. Aber ich hatte da wohl irgendwie eine andere Erinnerung wegen einem anderen Spiel, wo das möglicherweise anders funktioniert. Ich weiß es nicht. Hier geht es dann runter zum Fallgitter. Da waren wir natürlich auch schon. Hier haben wir auch noch ein bisschen was übrig gebliebenes. Also ich weiß nicht, habe ich das jetzt alles durch hier oder also irgendwie, glaube ich, waren wir hier schon überall. Irgendwie schon. Es gibt hier tatsächlich noch einen richtigen Geheimraum, also genauso wie eben mit dem mit diesem Zugrätsel da, mit diesem Schalterrätsel, wenn man das mal so nennen will. Ach doch, eigentlich schon. Ich bin ja sonst mal dran vorbeigerannt. Das ist noch so was Ähnliches hier mit einem Bild. Ich glaube, das müsste auch schon demnächst kommen. Genau da vorne ist das. Und hier war auch noch irgendwas, wenn man sich hier fallen lässt. Ich will mal gucken, da war richtig. Da kann man dann auch nochmal, naja, kein richtiger Geheimgang, ein bisschen vielleicht. Ein kleiner Geheimgang. Ein Geheimgängchen. Da kommt man bei einem Kommandanten raus, wenn ich mich richtig entsinne. Oder wo kommt man nochmal raus? Na, wir werden es gleich sehen. Ach nee, wir kommen eigentlich. Also, wir kommen eigentlich irgendwo raus, wo es relativ uninteressant ist. So, jetzt gehen wir erstmal dahin, wo dieses Bild ist, von dem ich eben gesprochen habe. Das ist genau hier. Und zwar erst einmal hoch. So ist es. Komisch, ich baller hier die ganze Zeit rum und hier oben 10 Meter weiter kommt keiner näher. Naja. Boah, diese Viecher, die sind aber auch heftig. Und noch eine hier. Hier haben wir das. Flupp. Und das Bild schwingt auf.
Punkt. Also das, denke ich mal, kann man schon als richtigen Geheimraum bezeichnen. Und wir sind jetzt ein Stockwerk höher gegangen und da ist dann, wie man auch sehen kann, noch ein Kommandant. Zwei Kommandant. Ich habe keine Zweifel daran, dass wir den Feind zurückzulassen. Psst. Den Gerichtsraum, den wir derzeit vorliegen, ist noch höher. Also das habe ich jetzt nicht so ganz verstanden. Warum haben die jetzt Alarm ausgelöst? Ach, wegen dem Telefon. Hätte ich vielleicht warten sollen, bis er auffliegt? Also, ob er dann auffliegt, keine Ahnung. Stimmt. Das wäre eine Möglichkeit gewesen. Naja. Ich ahne, was ich hier jetzt mache. Da habe ich eben eine 80er Einheit Lebensenergie gesehen und hier war ja auch irgendwas. Hier ist, nee, das ist Munition. Ah, genau, hier. Hier, da, genau, da ist dann auch nochmal was. 2x20, das sind 40, das sind 120, das ist eigentlich ein bisschen wenig, ne? Nee, das sind 40er. Das heißt, 60 nimmt man dazu und dann jetzt ganz schnell in den Geheimraum und zu dem anderen Gang, hoppel, hoppel. Irgendwie ist das dann immer so, wenn man unter Druck steht, dann weiß ich auch nicht. Dann wird es irgendwie langsamer, als wenn ich normal gehe. Aber jetzt geht es ja einigermaßen so. Hier rein und hier ist rechts, rechts, rechts. Ein Augenblick, noch ein kleines anderes rechts. Nein, das ist ja toll. Wo ist das denn? Da. Schnelle Regeneration. Also das ist das Ganze, von dem ich vorhin gesprochen habe. Das ganze Gelaber bedeutet, dass wir jetzt ein bisschen schneller regenerieren. Und hier kommen gleich Hunde an, man hört es ja schon. Und noch ein Hund. Ja. Jo. Und tschüss. Ach, noch einer. Oder der gleiche oder ein anderer. Keine Ahnung. So, jetzt haben sie, glaube ich, keine Lust mehr. Ah, Augenblick, da ist noch einer. Ist noch einer. Ne? Upsala. Was passiert, wenn man mit Feuerwerkskörpern spielt? Na? Upp. Also, hallo, hier bin ich. So, jetzt sind wir weg. Also, einen haben wir noch, und zwar den Kommandanten selbst. Nur so nebenbei, ist natürlich klar, aber diese Regeneration geht erst ab 100 los. Also, so lange passiert gar nichts mit Regeneration, meine ich. Außer, dass es runterzählt. Oh, ja. Wo war denn der jetzt? Ja, da. Da ist er. Er hat eine Pistole. Ich habe auch mal eine Pistole. Schieße euch mal schön einen Stuhl zusammen. Irgendwann treffen wir ihn dann auch. Alles klar. Ja. Nur. Also ab jetzt kommt gleich wieder eine leicht heikelige Stelle. Da ist drüben ein schweres Maschinengewehr. Das ist aber nicht das Problem, denke ich. Es sind dann überall noch auf der anderen Seite stehen dann noch welche und ballern immer auf uns, wenn wir selbst rüber krabbeln müssen. Ihr werdet es gleich sehen. Aber machbar ist das alles schon. Oh, hier haben wir auch mal Munition. Können wir auch mal nehmen. Okay. Können wir hier was machen? Weiß nicht. Da ist einer. Oh, das ging aber wirklich jetzt schnell mit der Regeneration. Ich habe eben mal drauf geachtet, also von 90 auf 100, jup, ging ganz schnell nach oben. Da sitzen auch noch welche, aber da sitzen noch so ein paar Stockwerke tiefer und schießen gleich auf uns. Genau, da sehen wir sie auch schon.
Ja, ich würde sagen, die haben wir erledigt. Ich denke, wir könnten die, also wenn wir jetzt wirklich Munitionsknappheit hätten, könnten wir da sogar nochmal wieder hin. Das, denke ich mal, ist alles noch frei. Aber wir haben genug Munition und ansonsten ist da auch nichts. Ja, das war prima. Also ich hätte gerne einen Latte Macchiato, wenn es geht. Oder ein Espresso, wäre auch okay. Oder beides. Kann man auch machen. So, die schieben die Kanone dahin. Da ist irgendwo noch ein kleines Geheimnis, wie ich gerade gesehen habe. Wenn ich es in der Geschwindigkeit richtig gesehen habe. Und hier haben wir eine schicke Kanone und wir haben jetzt hier richtig viele Gegner. Die links da in der, auf unserer Höhe, das sind, glaube ich, unsere, wenn ich das so richtig sehe. Aber da oben, ein Stockwerk über uns, da sind noch Gegner. Und das zählt ganz schön runter, ne? Nur so nebenbei. Und weg ist er. 80, 70, 60, 50, 60. Oh oh. Wenn man zu nah dran näht, macht er das automatisch, dass er das Ding wieder zurücksetzt. Und da ist noch so ein Hilfspaket. Och nö, muss mal gut hier. Okay, komm jetzt, machen wir's. Also erstmal die. 25, das ist ja nicht so wahnsinnig viel. Oh oh. 12. 16, 20. Was ist da noch? Guck mich die hier, ist egal. Da ist auch einer. So, komm jetzt. Ach, Mensch, warum dauert das so lange? So. Da sollte jetzt Ruhe sein. Und jetzt haben wir noch unten die Ecke hier. Das war's. Meine Herren. Jo. So, hier lag noch so viel an Heilung und an Rüstung rum, aber irgendwie, weiß ich auch nicht. Naja. Irgendwie hat man da dann auch nicht so die Ruhe, sich das alles in Ruhe anzuschauen. Ich hätte natürlich auch ein bisschen hier auf die Kisten ballern können und dann wäre auch einiges drin gewesen. Aber was soll's, wir haben es geschafft, Thema durch. Gibt immer viele Wege hier, die zum Ziel führen. So, wenn wir jetzt noch geradeaus weitergehen, beziehungsweise da hochgehen, soll irgendwas sein. Ah, oh, Nick, da leuchtet was. Ein Enigma-Code. Also ich habe keine Ahnung, wie viele wir übersehen haben. Ich denke mal locker die Hälfte von denen, aber ein paar haben wir halt gefunden. Das war auch nicht schlecht. So, jetzt kommen wir gleich an eine Stelle, die wirklich sehr kontrovers wird. Die Strebe lässt sich von hier aus nicht bewegen. Wir sitzen hier oben fest. Versuchen Sie es mal von Ihrer Position aus, Bleskovic. Sir, vielleicht kann Ihnen das hier nützlich sein. Also das meine ich jetzt nicht, ne? Aber ihr werdet schon gleich sehen. Ich sage nur, das Thema Wahlfreiheit kommt da irgendwie vor. Und zeigt dann eigentlich auch recht deutlich, dass es manchmal keine richtige Wahl geben kann. So, aber ich will nicht so viel sammeln. Aber das Regime wirft gerade jede Menge Bomben auf sie ab. Das ist das Problem. Rumpfschädel, Blondie, jetzt sie! So, der springt und wir springen dann gleich nach ihm. Na, erstmal kommt die Waffe natürlich, ist ja klar. Und hopp. Hupp. Oh, das war knapp. Kommen Sie, Bleskovic!
Ich rutsch ab. Nein, Hilfe. Nein. Knappe Nummer. Alles klar. Ja. Geholfen hat uns das letztlich nicht so viel. Was für ein Zirkus. Meine Füße sind gebrochen. Lebt der noch? Der eine lebt noch? Der hat sich doch eben noch bewegt. Ach du Schande. Dem Schaltkasten da. Was ist das? Irgendwie sieht der ganze Raum aus wie ein Verbrennungsofen. Leid, ich dachte, das wäre für die Tür. Sie haben den verdammten Ofen eingeschaltet. Abschalten, wenden Sie den Schalter. Was heißt das? Versuchen wir den hier. Komm schon. Oh, komm schon. Oh, oh. Na? Na, das war's. Wir sind geliefert. Ja, wir versuchen ja schon, wir kriegen das schon hin. Alles ist gut. Mach mal. Also, könnte hier der Schlüssel sein? Nein, aber da ist ein Enigma-Code drin. Hier ist nix, ist ja logisch. Da haben wir noch ein bisschen Rüstung, ist ja auch nicht schlecht. Wir sind nur gerade ein wenig in Zeitdruck. Hier ist nix. Hier ist noch ein bisschen Lebensenergie, brauchen wir auch nicht. Und hier ist der Schlüssel. Und auf geht's. Achso, müssen wir auch hinrennen. Jupp. So. Den haben wir ja auch noch, ja. Oh. Oha. Scheiße, Dreckfeuer! Was soll das hier? Ja, das ist die große Frage. Ups! Okay. In Position, Leute! Ruhig! Ui. Er hat keine Waffe, aber er ist selbst eine Waffe. Ja! Zerstören Sie sein Atemgerät! Das machen wir. Wir zerstören das ganze Vieh einfach. Also ich versuche jetzt hier auf die Schläuche da auf seiner Schultergeschichte zu ballern. Das scheint auch richtig zu sein. Okay. Das nützt mir nichts, wenn er sich umdreht. Augenblick. Ja, jetzt und. Müsste er eigentlich explodieren? Na, tut er gar nicht. Oh. Okay. Dann machen wir es jetzt. Jetzt machen wir auf und jetzt. Na, komm hier. Komm hier. Ach Mist, jetzt lass nicht nach. Lass es nicht. Jetzt das Ding wieder zu. Und jetzt haben wir irgendwas getroffen. Man sollte übrigens nicht in der Nähe sein, wenn so ein Ding explodiert. Das ist gar nicht so gut. Alle noch am Leben? Oh, der hat ganz schön Schaden angerichtet, der Gute. Der Verbrennungsofen ist aus. Sehr schön. Wie kriegen wir diese Tür auf? Hätte nichts dagegen, hier abzuhauen. Sie lässt sich nicht von hier aus öffnen. Halt. Ich höre da draußen was, da kommt jemand. Oh, der hilft uns bestimmt, der da jetzt kommt. Garantiert. Captain Blazkowicz, oder auch nicht. Ja, und wie es an dieser Stelle weitergeht, erfahren wir beim nächsten Let's Play. Draußen ist irgendjemand. Aber ich glaube, wir können noch sehen, wer es ist. Er ist es. Und in dem Sinne, bis zum nächsten Mal. Vergesst nicht, Abo-Knopf zu drücken. Euer Toms. Oh Gott. Das sieht nicht gut aus. Bis zum nächsten Mal, euer Toms. Nee, wir lachen. Ach, was soll's, wir machen noch ein bisschen weiter. Ja, finde ich auch. Oder das doch passt nicht. Jetzt nicht, einfach aufzuhören. Ich weiß es nicht. Aber vielleicht hören wir schon zwangsläufig auf. Meine Leute getötet. So viele, dass ich mit dem Zählen nicht nachkomme. Ist schon eine ganze Weile her, dass ich ihresgleichen gesehen habe, in der Tat. Sie. Ich kenne sie. Oh, sie gefallen mir. So widerstandsfähig.
Mit ihnen könnte ich große Dinge erreichen. Oh, ich mag die Augen. Rühren Sie ihn nicht an! Und ihr gefallen mir auch. Seine nicht! Sie sind bereits kaputt! Ein Jammer. Tja. Oh oh. Captain Blazkowicz. Helfen Sie bei der Entscheidung. Was meinen Sie? Welcher der beiden Probanden ist wohl am besten geeignet für meine Forschung? Ja, das heißt, wir müssen wählen. Testobjekte. Falls Sie also meine Bitte ablehnen, müsste ich beide zerlegen. Das würde den ganzen Tag dauern. Ich mach's Ihnen lang. Alles, was Sie tun müssen, ist denjenigen anzusehen, den ich sezieren soll. Ja, das ist jetzt eine ziemlich abartige Entscheidung. Wir entscheiden uns für denjenigen, der jetzt sterben muss. Ich habe das übrigens mal richtig ausgekostet. Also, was heißt ausgekostet? Ich habe es einfach mal nicht entschieden. Irgendwann war es das dann für uns alle. Frische, zarte Testsubjekte mit intaktem Fettgewebe. Oh-oh. Wir müssen eine Entscheidung treffen. Und wir haben sie getroffen. General Totenkopf. Heute erteilte mir eine Lektion. Ich habe Leid und Tod gesehen. Verstümmelte und gefolterte Menschen. Ich dachte, ich hätte alles gesehen. Aber solche Grausamkeit ist jetzt noch nicht. Bis wir zählen. Einatmen. Bis wir zählen. Ausatmen. Hinrobben. Ja, wir schaffen das. Wir schaffen das. Also, brauchen gar nicht. Einfach nur hingehen und wegmachen. Oh je. Ist ja auch nicht nett, aber was soll's. Okay. Auch dafür haben wir nur ganz wenig Zeit. Das ist gar nicht so leicht. Kommt man da schlecht hoch. Und kann es schlecht sehen. Aber es funktioniert. An sich reicht ein Schlag. Weg ist das Ding. So, einen haben wir noch. Und jetzt kommen wir zu der absolut schwierigsten Stelle, die ich bisher gesehen habe. Das Kurzschließen. Mit dem Controller geht das übrigens ganz gut. Wie ihr gleich sehen werdet. Das habe ich mit dem Controller gemacht. Also die Stelle, die gleich kommt. Okay, das kriegen wir hin. Also, hoffentlich kriegen wir es hin. Geht jedenfalls besser als mit, ja, als mit der Tastatur und Maus. So, und raus und springen. Ups. Und mit dieser Szene beenden wir jetzt wirklich das schöne Let's Play
Bis zum nächsten Mal. Euer Toms.